Die neue Stadthalle Kapfenberg wird sich im Mai Punktesport unter Beweis stellen müssen, denn in der Eishockey-WM-Vorbereitung dürfen sich das Nationalteam und die Fans auf eine hochkarätige WM-Vorbereitung freuen. Am 6. April empfängt Österreich Slowenien in Villach, am 14. in Innsbruck gegen Italien, dann Gastspiel in Deutschland und am 27. gegen Tschechien in Wien. Und am 4. Mai wird in der Stadthalle Kapfenberg in der Finalphase das Kräftemessen gegen die Slowakei über die Bühne gehen. Das war auch Gegenstand der heutigen Pressekonferenz. Kapfenberg und die neue Stadthalle erfüllt die Kriterien für die WM-Vorbereitung? Ja, also wir suchen uns immer Eishallen, die das ganze Paket mitbringen, mit der Umgebung rundherum, Außenplätze, Krafträume, dann die Kabinensituation muss für uns passen. Dann wollen wir generell gerne auch in die Regionen gehen mit dem Nationalteam, eigentlich überall in Österreich auftreten. Und wir haben uns überzeugen lassen, letztes Jahr im Dezember, als wir schon mal hier waren mit dem Nationalteam, dass das ein guter Boden ist, wo wir gerne auch eine Woche für die WM-Vorbereitung herkommen. Österreich-Slowakei, ein hochkarätiges Spiel. Hoffen Sie auf volles Haus? Ja, das glaube ich schon. Und der Elchtest wird sein, ob wir wirklich die vielen Zuschauer in die Halle bringen, weil der Gegner ist attraktiv mit der Slowakei, Nummer 8 der Weltrangliste und vor allem eine Woche vor der Weltmeisterschaft wahrscheinlich mit ihrem besten Kader da, mit ihrem WM-Team. Das ist schon eine wirkliche Weltklasse-Mannschaft, die hier auftritt. Und wenn wir hier die Halle füllen können, dann registrieren wir das natürlich sehr positiv. Für die Stadt Kapfenberg ein positives Signal, dass die Revitalisierung der Eishalle der richtige Weg war und ist. Bürgermeister Grazer gibt sich stolz, was jetzt alles möglich geworden ist. Genau, das ist Kapfenberg auch. Wir sind stolz drauf. Also ich glaube, wenn man weiß, dass die österreichische Nationalmannschaft gegen den 8. der Welt am 4. Mai spielen wird, dann hat das schon einen ganz besonderen Stellenwert. Das muss man nach außen tragen, weil es gibt ja irrsinnig viele begeisterte Kapfenberger, die sich diesen Leckerbissen sicher nicht entgehen lassen. Aber auch der heimische Eishockeysport hofft aufgrund der neuen Gegebenheiten auf einen positiven Trend. Ja, ich glaube, es wird uns hoffentlich in der kommenden Saison wieder gut gehen in der österreichischen Eishockeyliga. Letzte Saison war nicht so berauschend, sind wir ja gesundheitlich ausgeschieden, aber ich glaube, dass nachdem der Großteil unserer Mannschaft bleibt und wir bei der heutigen Präsentation eben Kevin Moderer und Daniel Obergruber als Neuzugänge vorgestellt haben schon, dass die sicherlich ein bisschen einen Schwung in die Mannschaft bringen werden. Ich weiß, Burschen, dass ich euch da in Kapfenberg begrüßen kann. Ja. Schön, Sir, danke. Hallo, da spricht auch Daniel Oberkofler. Ich habe für 17 oder 18 Jahre in der ersten Liga gespielt in Österreich. War 11 Jahre in Linz, dann war ich noch 6 oder 7 Jahre in Graz. Und jetzt probiere ich das Team in Kapfenberg zu verstärken, zusammen mit Kevin Moderer. Wollten einfach zusammenspielen mit einem guten Freund von uns, mit Chris Reintaler. Und hoffen einfach, dass wir eine erfolgreiche Saison haben nächste Saison. Ich war bei den Graz 99ers, bin nachher nach Linz für 3 Jahre gegangen, war wieder 3 Jahre in Graz. Die letzten 1,5 Jahre in Villach und die Saison habe ich jetzt abgeschlossen nochmal bei den 99ers. Wir haben sicher eine der schönsten Eishallen hier in Österreich. Mittlerweile hat sich dieses Problem, die Anfangsanlaufschwierigkeiten, haben sie alle gelegt. Wir haben jetzt die Kabine zur vollen Verfügung und wir fühlen uns sehr wohl hier. Wir haben 4000 Leute zu Platz in der Halle, also erwarten wir eine tolle Liga in der kommenden Saison. Kapfenberg hat den Begriff Sportstadt mit dieser Halle wesentlich erweitert, ist Bürgermeister Grazer überzeugt. Genau, wir werden uns auf den Eventbereich genauso stürzen. Das heißt, wir werden als Eventstadt uns auch stark machen. Also nicht nur Sportstadt, Kulturstadt, sondern auch Eventstadt. Das heißt, wir werden viele Dinge nutzen, die diese Halle einfach jetzt bietet, die man vorher nicht möglich gemacht hat.